6 Wochen Vorbereitung liegen hinter uns. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal steht an. Damit der Pflichtspielstart für uns am Sonntag um 18 Uhr bei Eintracht Braunschweig. Ja, und damit herzlich willkommen allen, die uns jetzt zuschauen, allen Medienschaffenden hier im Raum, allen Hertha-Fans und natürlich auch willkommen an Freddy Bobic, unser Geschäftsführer Sport, und unseren Cheftrainer Sandro Schwarz. Zum Personal darf ich vielleicht sagen, dass bis auf die 4, die individuell trainieren, Kevin Sona, Jessica Nankamp, oder 5 sind es, Dongjun Lee, Omar Alderete und Marco Richter, die sind nicht dabei. Ansonsten sind alle grundsätzlich spielbereit. Und dann würde ich sagen, direkt die Frage an dich, Sandro. Wir haben am vergangenen Montag den 130. Geburtstag gefeiert bei Hertha BSC. Und für gemeinhin darf man sich ja dann grundsätzlich was wünschen. Was wünschst du dir denn zum Saisonstart oder vielleicht auch mit Blick auf die komplette Saison? Ja, hallo zusammen erstmal. Ja, großer Tag, was 130-jährige Jubiläum angeht. Und dementsprechend wollen wir natürlich mit einer sehr guten Leistung am Sonntag vorangehen in der ersten Pokalrunde gegen einen sehr, sehr schwierigen Gegner und dennoch unserer Favoritenrolle gerecht werden. Und es wird der Anspruch sein, dann auch am Sonntag für uns einen guten Start zu haben in der DFB-Pokalrunde und natürlich auch für den Club und für die Zuschauer, für die Fans. Dann machen wir weiter mit euren Fragen. Wo geht's los? Dann gehen wir zum Tagesspiegel bitte. Einmal hier rüber zu Sebastian Schlichting. Ja, hallo Herr Schwarz. Ja, das erste Pflichtspiel steht an. Wie haben Sie die Trainingswoche erlebt und wo steht die Mannschaft? Wie sehen Sie die Mannschaft vom ersten Spiel? Ja, Trainingswoche war so, dass ich ja beim internationalen Trainerkongress erstmal war und vom Trainerteam aber sehr gut vertreten wurde, die Jungs sehr gut mitgezogen haben. Gestern hatte ich einen Eindruck gehabt von der Trainingseinheit, hatten wir eine mannschaftstaktische Trainingseinheit, die war sehr, sehr gut. Hohe Bereitschaft und die Vorfreude ist jetzt da, dass es losgeht jetzt nach der 6-wöchigen Vorbereitung und wir freuen uns drauf, dass es dann jetzt auch wirklich ans Angemachte geht, dann auch mit dem ersten Pokalspiel in Braunschweig. Dann geht es weiter bei David Langenbein für die dpa. Ja, hallo Herr Schwarz. Genau, Sie haben es schon angesprochen, Braunschweig, schwieriger Gegner, sind jetzt als Aufsteiger in der zweiten Bundesliga nicht so gut gestartet. Trotzdem natürlich nicht das einfachste Los in der ersten Pokalrunde. Was erwarten Sie denn konkret für einen Gegner? Ja, zuallererst ist es erstmal so, dass wir uns natürlich nicht von den Ergebnissen jetzt von Braunschweig, von den ersten Zweitligaspielen jetzt verleiten lassen, sondern dass wir das natürlich ganz klar analytisch betrachten. In dem ersten Spiel haben wir uns live angeschaut, dann auch im Trainingslager in England. Eine Mannschaft, die sehr gut gekontert hat in diesem Spiel, die wirklich sehr gute Umschaltsituation hat und das wird auch am Sonntag auf uns zukommen. Dass wir sehr gut in der Restverteidigung sein müssen, sehr gut in der Kontersicherung sein müssen, um dort einfach auch immer wieder gefährliche Gegenangriffe zu unterbinden und dennoch unserer Favoritenrolle gerecht werden, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen mit einer maximalen Intensität, maximale Bereitschaft, dann auch dort den Unterschied aufzuzeigen gegen einen Zweitligisten und natürlich dann auch unsere Qualität und unsere Geschwindigkeit auf den Platz zu bekommen. Dann gehen wir zur Bild BZ und Roberto Lamprecht. Schönen guten Tag an alle. Hallo. Herr Schwarz, Sie waren im Pokal mit Dynamo Moskau im Endspiel letzte Saison. Es gibt diesen unerfüllten Traum hier in Berlin, endlich mal, seitdem es 85 in Berlin steigt, auch mal dran teilzunehmen. Können Sie ein bisschen Magie vielleicht von Ihrer vorherigen Station mitbringen? Was ist so Ihr Ziel im Pokal? Und vielleicht die gleiche Frage natürlich auch an Freddy Bobic. Pokal immer ein Highlight in Berlin für Hertha. Was ist die Zielsetzung, der Wunsch? Also ich glaube, dass es jetzt wenig hilfreich ist, zu vergleichen, sondern wir wissen alle und da sind wir alle lange genug dabei, dass du mit wenig Spielen als Club eine besondere Atmosphäre erzeugen kannst. Und das ist der DFB-Pokal mit Sicherheit und das ist unser Anspruch natürlich auch erfolgreich zu starten, auch das am Sonntag in Braunschweig. Und natürlich ist es auch unser Anspruch, dann auch ins Finale zu kommen. Ist ja klar, wenn du wenig Spiele hast und es ist jetzt erstmal der erste Schritt und sich damit zu befassen, inhaltlich, was der erste Schritt angeht. Und es wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und dennoch, nochmal, ist unser Anspruch, dort auch unserer Favoritenrolle gerecht zu werden mit den Leistungen und mit der Bereitschaft, die wir
in den 6 Wochen auch aufgebaut haben. Mit dem Bewusstsein natürlich, dass das ein oder andere Ergebnis in den Testspielen jetzt auch nicht so erfolgreich war. Und dennoch aber, was die Vorbereitung angeht, dass wir als Gruppe, als Gemeinschaft sehr gut mitgezogen haben, dass die Trainingsleistungen sehr gut waren, hohe Intensität und auch in den Testspielen, auch in den Spielen, wo die Ergebnisse jetzt weniger erfolgreich waren, aber auch da Phasen hatten und Situationen hatten, wo der Weg hingehen soll mit der Art, wie wir Fußball spielen wollen. Und das wollen wir am Sonntag auf dem Platz sehen. Und wir werden jetzt nicht die Marschroute ausgeben, wir wissen nicht, wo wir stehen, sondern wir wissen, was wir auf dem Schläger haben. Und das gilt es jetzt am Sonntag in diesem ersten Pflichtspiel dann auch auf den Platz zu bekommen. Und es ist immer wieder der schwierigste Schritt, ist der erste Schritt im DFB-Pokal. Es ist ein Wettbewerb, den ich eigentlich liebe, ja, den ich wirklich... Ja, ich sehe ihn jeden Tag bei mir irgendwo rumstehen da, ja, den Pokal. Ob als Spieler oder als Funktionär, genauso. Waren immer die 2 Pokalerfolge, die ich mitfeiern durfte, war immer die erste Runde Elfmeterschießen, weiterkommen. Ja, einmal Fortuna Köln, einmal Magdeburg. Ja, ja. Und ja, es ist so, es ist kein einfacher Wettbewerb, aber trotzdem ist es ein faszinierender Wettbewerb, weil umso weiter man kommt, umso mehr zieht sich die Magie natürlich auch an Richtung Endspiel. Und diesen Traum sollten wir alle verfolgen. Und da musst du aber von Anfang an alles auch richtig machen. Ja? Und jedes Spiel eigentlich wie ein Finale sehen. Und da gibt es halt nur einen Sieger. Ja? Und da musst du natürlich dementsprechend die Körner zeigen dann auch, zu sagen, ich will diese Runde weiterkommen, weil die Schritte werden kürzer. Ja? Und am Ende, ja, ist es einfach nochmal, es ist ein Traum, den wir alle haben, hier bei der Hertha. Und ich hätte nichts dagegen, wenn es mal irgendwann so kommt. Ja. Dann gehen wir zum RBB bitte, zu Dennis Wiese und dann kommen wir zu dir, Sebastian und Wolle. Ja, hallo Herr Schwarz, Sie haben eben schon gesagt, Sie wissen, was die Mannschaft auf dem Schläger hat. Wir wissen auch, es sind noch ein paar Wochen, bis die Mannschaft wahrscheinlich so steht, wie sie dann erstmal in die Hinrunde geht. Vielleicht können Sie mal trotzdem beschreiben, welchen Charakter sehen Sie bei dieser Mannschaft, mit der Sie jetzt am Sonntag starten? Also ich finde, Charakter ist ein relativ schwieriges Wort, weil es geht um die Verhaltensweisen meiner Mannschaft. Und da kann ich sagen, dass sie vom ersten Tag an, in dem wir zusammenarbeiten, dass sie sehr aktiv ist in den Trainingseinheiten und auch in den Spielen, sehr fleißig ist, auch das umzusetzen, was wir sehen möchten in unserer Spielweise. Und da sehe ich die maximale Bereitschaft. Und ich habe es auch in den Testspielen gesehen. Und das wollen wir auch jetzt ab dem ersten Tag jetzt auch sehen in diesem Pflichtspiel gegen Braunschweig. Und darum geht es, fleißig zu sein, eine Widerstandsfähigkeit zu haben dann auch in den Spielen. Das wird auch wichtig sein. Und mit einer klaren Struktur, mit einer klaren Haltung von der ersten bis zur letzten Minute. Und das sehe ich bei meiner Mannschaft in dieser Vorbereitungszeit. Und klar, und jetzt gilt es dann aber natürlich auch unter Wettkampfbedingungen, das auf den Platz zu bekommen. Eine Nachfrage noch, Dennis? Ja, ja genau, vielleicht gerade diese Widerstandsfähigkeit, wenn man jetzt so Spiele sich angeguckt hat in der Vergangenheit bei Hertha, zum Beispiel jetzt erste Pokalrunde, Braunschweig, enges Stadion, laut, unangenehmer Gegner. Ich will nicht über das Derby sprechen, aber Union ist natürlich auch immer so eine Partie. Wo sehen Sie oder vielleicht auch bei wem, bei welchen Spielern, vielleicht auch von den Neuen genau diese Qualitäten, Widerstandsfähigkeit, Mentalität? Ich glaube, das ist nicht nur ein Thema für einen einzelnen Spieler, sondern es gilt als Gruppe, diese Ausstrahlung zu haben. Und ohne jetzt Vergleiche zu ziehen, und ich habe das ein oder andere jetzt auch schon mitbekommen, dass vor 2 Jahren ausgeschieden ist der Club in Braunschweig, allerdings auch vor 4 Jahren auch gewonnen hat dort. Also von daher, das darf man natürlich dann auch nicht vergessen. Aber darum geht es, und ich sehe uns als Gruppe wachsen, das muss ich klar sagen, wie wir auftreten, und das wird jetzt auch für uns der Gradmesser sein, auch in Braunschweig dann auch dort als Bundesligist so aufzutreten, mit Selbstvertrauen, aber auch mit einer Bereitschaft, mit einer Emotionalität, dass du dort auch in dieser Intensität, in diesen emotionalen Aspekten, dass du dort auch keinen Unterschied siehst, dann auch, wenn es ein Auswärtsspiel ist bei einem Zweitligisten. Gehen wir zu Sebastian mit. Daran anknüpfend eine Frage an Herrn Bobic. Sandro Schwarz hatte eben schon die Pokalhistorie gegen Braunschweig angesprochen. Sie haben auch einmal mit Hertha gegen Braunschweig gespielt, 2004. Wie sind Ihre Erinnerungen an dieses Spiel? Oder haben Sie noch Erinnerungen an dieses Spiel? Das ist mir auch schnell durch den Kopf gegangen. Ich glaube, wir sind auch ausgeschieden, ne? Und ich habe erst nach dem Spiel erfahren, dass Alexander Madlung, der goldene Torschütze war, zum 2:3
ins eigene Tor, ja, aus Braunschweig kommt. Ja, und da hat er natürlich einen schönen Gefallen den seinen Jungs gemacht. Nee, also war ein kurioses Spiel damals. War ein kurioses Spiel, das weiß ich noch, aber gut. Heute kann man drüber lachen. Ja. Damals fand ich es nicht lustig. Dann gehen wir bitte zum Berliner Kurier und Wolfgang Heise. Herr Schwarz, Dodi Luke Bacchio kann ein entscheidender Spieler sein. Welchen Eindruck haben Sie in den letzten Wochen von ihm bekommen? Dass er auch sehr schnell wieder hier angekommen ist in Berlin, dass er in der Gruppe voll integriert ist und dass er auch das, was ich schon eingangs gesagt habe, was die Gruppe betrifft, auch für Dodi zutreffend ist, dass er die Inhalte, positionsspezifisch jetzt als rechter Flügelspieler jetzt vermehrt in der Vorbereitung, dass er genau diese Inhalte dann auch versucht umzusetzen und auch natürlich inhaltliche Aspekte gibt, die es zu verbessern gilt, aber er trotzdem sehr lernwillig ist, eine hohe Bereitschaft hat, immer wieder das auch umzusetzen und so habe ich ihn jetzt die ersten Wochen wahrgenommen. Gibt es noch weitere Fragen? Dann gehen wir nochmal zur DPA bitte und David Langenbein. Genau, ich hatte an Herrn Bobic auch noch eine Frage zum Fanfest oder insgesamt zum Jubiläum. 130 Jahre. Kai Bernstein hat es schon gesagt, der älteste Bundesligist aktuell. Was bedeutet Ihnen diese Tradition und wie wichtig sind solche Veranstaltungen wie morgen auch für den Club und für die Mitglieder? Es ist erstmal schön, dass wir überhaupt Veranstaltungen wieder haben, ja, und dass wir auch die umsetzen können. Ich glaube, da haben viele drauf gewartet und lange haben wir es auch vermisst. Ja, und deswegen ist es auch schön, dass es in der Kombination Verein und die Fans zusammen in der Arbeitsgruppe gelungen ist, so eine Veranstaltung zusammen auch zu gestalten und dementsprechend auch morgen dann, hoffentlich bei gutem Wetter, ja, dann auch wirklich auch zum Erfolg zu bringen, dass man miteinander einfach auch seinen eigenen Verein feiert. Deswegen ist Traditionspflege ist wichtig, ist sehr wichtig. Davon zehren wir. Ja. Und das tut der Gemeinschaft insgesamt auch gut. Ja. Und wir werden morgen sicherlich da auch einen schönen Tag haben. Und für die Fans wird morgen auch ein Highlight ja sein, dass die Mannschaft dann auch öffentlich trainiert. Ja, ja. Und im Amateurstadion trainiert. Und ich glaube, auch das ist ein Goodie, weil wir leider keinen Bad in der Menge machen können aufgrund der Corona-Pandemie. Die halt wieder langsam wieder zurückkehrt, weil wir da auch ein bisschen jetzt vorsichtig sein müssen. Ja, wir sind in so einer Phase, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht unnötig Spieler ersetzen müssen oder Spieler ausfallen. Aber dieses Verständnis wird jeder haben, weil wir uns auf jeden Fall vor unseren Mitgliedern und Fans auch zeigen wollen. Sebastian Schlesing bitte nochmal für den Tagesspiegel. Ja, noch eine Frage an Herrn Schwarz zum Angriff. Davy Selke steht zur Verfügung, Stefan Jovetic ist wieder fit. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen in Ihre Planung zum Spiel und sagen, wie Sie die Situation im Sturm generell beurteilen? Ja, die Situation ist so, dass ich uns in jeglicher Konstellation jetzt für Sonntag, dass ich uns, was Startformation angeht, was Kadersituation angeht, dass ich uns in der Lage sehe, dass wir dieses Spiel erfolgreich bestreiten jetzt. Wir werden sehen natürlich, wie wir dann anfangen, mit wie vielen Stürmern, mit welchem Stürmer dann auch. Und dennoch geht es ja dann auch, was Torgefahr betrifft, von unterschiedlichen Positionen aus. Es ist ja dann nicht nur was den Stürmer betrifft, sondern auch was Flügelspieler betrifft, zentraler Bereich. Und das brauchen wir dann auch am Sonntag, eine Torgefahr als Mannschaft von mehreren Positionen. Javier Caceres für die Süddeutsche Zeitung. Herr Schwarze, Ijuke ist dazugekommen. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ja, sehr gut. wie weit ist er? Inwiefern ist er eine Überlegung für Ihre Startelf am Sonntag? Ja klar, Chidi hat ja einen Trainingsbetrieb dann auch bei seinem vorigen Verein, war er dort. War dann jetzt aufgrund dieser Visumgeschichte, war er 5-6 Tage im individuellen Training hier vor Ort in der Betreuung hier in Berlin und hat jetzt die Mannschaftstrainingseinheiten absolviert von letzte Drittel des Trainingslagers in England und jetzt auch hier in Berlin. Und werden wir jetzt auch nochmal heute Nachmittag trainieren, morgen nochmal das Abschlusstraining haben, um nochmal einen Eindruck zu haben, ob es dann für die Startformation reicht oder ob es Sinn macht, am Wochenende ihn dann von der Bank auszubringen. Er wird aber im Kader sein. Noch eine Nachfrage.
Gute Information, oder? Ja. Sie kennen ihn ja aus seiner Zeit in Russland. Was kann man von ihm erwarten? Warum ist er ein Spieler, der prädestiniert dafür ist, hier in der Bundesliga auch für Furore zu sorgen, wie er es offenkundig in Russland auch gemacht hat? Ja, einfach das Paket, was er mitbringt als Spieler, dass er eine enorme Geschwindigkeit hat, dass er sehr gut in 1-gegen-1-Situationen neue Situationen wieder auflösen kann, eine Torgefahr hat und auch immer wieder eine Bereitschaft hat, gegen Ball zu arbeiten. Und das erhoffen wir uns natürlich auch, dass er das dann jetzt auch vom ersten Tag an dann auch in diesen Wettkampfspielen dann auch für uns auf den Platz bekommt. Bedarf gedeckt oder gibt es noch eine Frage? Dann sage ich vielen Dank. Wir freuen uns auf den Sonntag auf 18 Uhr in Braunschweig. Wir freuen uns auf morgen, aufs Fanfest. Um 11 Uhr wird unser Präsident Kai Bernstein die Veranstaltung offiziell dann auch eröffnen. Die EV-Abteilung haben einen eigenen Bereich, werden sich zeigen. Ja, wir haben Teile der Aufstiegsmannschaft da, die vor 25 Jahren den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat, mit Axel Kruse, mit Ante Čović, mit Michel Dintze. Gabor Kira wird da sein, Ete Bär, Vereinslegende, wird da sein. Darauf freuen wir uns sehr. Um 13 Uhr, hatte Friedi schon angedeutet, das Training der Lizenzspielermannschaft im Amateurstadion. Das besondere Gimmick daran noch, wir werden in dem Ausweichtrikot, was wir morgen dann präsentieren werden, trainieren. Diese Trikots werden dann unter den Mitgliedern am Tag noch verlost. Um 18 Uhr beginnt dann der Fanabend mit einer Coverband und natürlich auch Frank Zander, der nicht fehlen darf, der Mann, der unsere Hymne alle 14 Tage dann im Stadion hinzaubert. Darauf freuen wir uns sehr. Kommt vorbei, bleibt gesund. Bis dahin, hau he. Dankeschön.